Als ich vor fast 50 Jahren anfing, Buckelwale zu erforschen, gab es kaum finanzielle Unterstützung für solche Projekte. Ich möchte der Pacific Life Stiftung für ihre beispiellose Großzügigkeit danken, mit der sie den Erhalt von Buckelwalen und anderen Meeressäugern unterstützen. Pacific Life ermöglicht eine bessere Zukunft. Ihre Unterstützung für ein intaktes Meer kommt uns allen zugute, den Walen ebenso wie den Menschen. Auf unserem Planeten gibt es eine Art Paralleluniversum. Ein magischer Ort, wo sich Riesen frei bewegen. Seit tausenden Jahren waren uns Buckelwale eigentlich fremd und unbegreiflich. Jetzt, da wir ihre Welt erforschen, bekommen wir überraschende Einblicke in ihr Leben. Ein 40 Tonnen schwerer ausgewachsener Wal scheint in seiner natürlichen Umgebung dem Meer zu schweben. Obwohl er länger als ein Schulbus ist, ist dieser 15-Meter-Riese sehr wendig. Mit einer Flossenspanne größer als die Flügel eines Learjets sind Buckelwale hervorragende Akrobaten. Obwohl meist in seichtem Wasser zu finden, können diese Meeressäuger bis zu 300 Meter tief tauchen. Aus jedem Höcker auf ihrem Kopf wächst eine einzelne steife Borste, die ihnen dabei hilft, ihre Umwelt wahrzunehmen. Heutzutage feiern wir sie. Aber das war nicht immer so. Wale wurden hunderte Jahre lang gejagt und zu Öl verarbeitet, um unsere Städte zu beleuchten. Als Walfänger explodierende Harpunen erfanden, hatten diese Riesen keine Chance. Wir haben sie fast komplett ausgerottet. Dann hat ein Beobachter der US Marines während des Kalten Krieges das Summen sowjetischer U-Boote aufgenommen und hörte etwas Mysteriöses. Die außerirdisch anmutenden Rufe von Buckelwalen. Buckelwale reihen ihre Gesänge an einem kontinuierlichen Fluss aus Tönen aneinander. Die Musik der Tiefe. In den 70ern, als diese Aufnahmen von den Wissenschaftlern Roger Payne und Scott McVeigh untersucht wurden,
erkannten sie, dass diese scheinbar zufälligen Töne tatsächlich präzise rhythmische Klangmuster bzw. Gesänge waren. Als sie dann auf Schallplatten erschienen, haben die Buckelwalgesänge Millionen Menschen berührt. Menschen aus aller Welt haben protestiert und ein Walfangverbot durchgesetzt. Der Gesang der Buckelwale verhalf uns endlich zu der Einsicht, dass Wale großartige, komplexe Lebewesen sind, die es wert sind, geschützt zu werden, die es verdienen, zu leben. Das war der Wendepunkt. Der Südpazifik. Hier hat der Walfang die Buckelwalpopulation stark dezimiert. Um Tonga haben nur etwa 50 ausgewachsene Weibchen überlebt. Als 1978 der König von Tonga den Walfang verbot, haben sich die Buckelwale langsam wieder vermehrt. Ein Kalb nach dem anderen. Heute gibt es in dieser Gegend an die 2000 Buckelwale. Ein Bruchteil der ursprünglichen Zahl, aber ein Anfang. Das Wiederaufleben der Buckelwale hat einen Walbeobachtungsboom ausgelöst. Der Tourismus hat den Lebensstandard der Einheimischen verbessert. Wie den von Ali Takau. Mein Großvater war Walfänger. Er hat Buckelwale gejagt, um unsere Familie zu ernähren. Anstatt Wale zu töten, engagiert sich Ali dafür, sie zu retten. Die Zukunft der Buckelwale hängt von diesen Kindern ab. Ich erzähle den Kindern von den Zeiten des Walfangs, damit dieses Abschlachten sich nie wiederholt. Mein Job ist es, Touristen und Forschern die Wale zu zeigen. Jetzt haben diese großartigen Wale angefangen, sich zu erholen. Jedes Kalb ist entscheidend für Tongas Walpopulation. Nach einem Jahr Schwangerschaft bringen Mütter ein einziges 4 Meter langes Baby zur Welt. Wie ist das wohl, als neugeborener Buckelwal in dieser weiten blauen Welt zu schweben, in der dein einziger Orientierungspunkt ein Koloss von einer Mutter ist? Buckelwale teilen diese Gewässer mit einer ganzen Gemeinschaft von Meeresbewohnern. Die Schiffshalter gehen gern mit ihnen auf Reisen. Auch wenn die Mutter schläft, entfernen sich die Neugeborenen nicht weit von ihr.
Aber nach ein paar Wochen werden die Kälber mutiger und machen sich allein auf den Weg. Sie sind neugierig und voller Energie. Die Neugeborenen lernen, indem sie der Mutter alles nachmachen. Im ersten Jahr verdoppelt sich ihre Größe. Wenn sie es einmal raus haben, sind sie nicht mehr zu halten. Jedes Kalb bleibt nur ungefähr ein Jahr bei der Mutter, um von ihr zu lernen. Wie man tausende Kilometer weit schwimmt. Was man frisst und wie man es findet. Wem man vertraut und wen man fürchtet. Walfänger haben damals Mütter und Kälber gejagt, weil sie sich so langsam bewegen. Ich habe meinen Großvater geliebt, aber er hat nicht verstanden, dass die Jagd auf Wale aufhören muss. Das Töten hier in Tonga wurde beendet. Aber in den drei Nationen, Japan, Norwegen und Island, findet der kommerzielle Walfang immer noch statt. Heute töten zwar weniger Menschen gezielt Wale, aber dafür werden sie getötet, ohne dass wir es merken. Wenn ein Schiff mit einem Wal kollidiert, endet es meist verheerend. Und die Anzahl der Schiffe auf den Weltmeeren hat sich in den letzten 12 Jahren verdoppelt. Diese verheerenden Zusammenstöße könnten verhindert werden. Zum Beispiel, indem man die Schiffe verlangsamt oder sie umleitet, um die Routen der Wale zu vermeiden. Hier in Tonga finden die Mütter manchmal monatelang keine Nahrung. Um Nahrung zu finden, ziehen die Buckelwale von Tonga zu den kühlen, weitläufigen Gewässern der Antarktis. Viele Buckelwale aus dem Nordpazifik schwimmen nach Alaska. Dr. Fred Sharp hat das Verhalten der Buckelwale hier die letzten 25 Sommer studiert. Buckelwale aus Alaska ernähren sich hauptsächlich von Krill. Diese winzigen, garnelenartigen Krebstiere
gedeihen hier in dem durch Aufwärtsströmungen und Gletscher nährstoffreichen Gewässer sehr gut. Grill wäre schwerer zu fangen, hätten die Buckelwale Zähne. Aber haben sie nicht. Anstatt Zähne haben Buckelwale Barten. Eine Art Filter, die vom Dach des Mundes hängen. Sie lassen das Wasser durch, aber nicht die kleinen Leckerbissen, wie Fisch und Krill. Wenn wir die Plätze finden, wo sie Fischschwärme jagen, ist es beinahe wie ein großes Familientreffen. Fred hat diese Gruppe von Walen schon so lange studiert, dass er oft nur vom Zuhören weiß, wer gerade singt. Wir wissen, wer wer ist, da jeder dieser Wale eine wirklich einzigartige Schwanzflosse hat, so wie ein Fingerabdruck. Keine zwei sind identisch, also kann ich sie identifizieren. Das ist Melancholy. Dadurch, dass ich sein Verhalten die letzten 20 Jahre studiert und ihn sogar gezeichnet habe, habe ich ihn wirklich kennengelernt. Ich sehe Melancholy oft mit einem anderen Männchen, den wir Vulture nennen. Viele Wale ernähren sich allein, aber Melancholy und seine Crew haben eine wirklich coole Strategie entwickelt. Sie können mehr Fische fangen, indem sie als Team zusammenarbeiten. Wenn wir die Jagdrufe hören und die Wale sich versammeln, wissen wir, das wird eine große Show. Was dann geschieht, ist das komplexeste Tierverhalten, das je beobachtet wurde. Es heißt Gruppenblasennetzfütterung. Der erste Schritt ist immer das synchronisierte Abtauchen. Einige der Wale tauchen tief unter eine Heringsschule, um sie an die Oberfläche zu treiben. Mit den großen Brustflossen können sie durch geschicktes Manövrieren die flinke Beute überlisten. Der beste Blasenmacher bläst einen Strom aus Blasen, der eine spiralförmige Luftwand bildet wie ein Netz, das die Fische daran hindert, sich davonzumachen. Ein auserwählter Sänger erschreckt die Fische mit fast ohrenbetäubenden Tönen, bis sie an die Oberfläche flüchten. Die Buckelwalmäuler öffnen sich so weit, dass sie ein kleines Auto schlucken könnten. Sie können an einem Tag eine ganze Tonne Futter fressen. Das ist wie 8000 Hamburger. Sobald es hier im Herbst anfängt, kalt zu werden, verlassen Melancholy, Vulture und die anderen Wale das Gebiet. Sie legen tausende Kilometer zurück, um zu den Warmwasserbrutgebieten wie Costa Rica, Mexiko und Hawaii zu gelangen. Ein
Einige Buckelwale legen jedes Jahr nur für den Hinweg bis zu 8000 Kilometer zurück. Das ist die längste uns bekannte Migrationsstrecke eines Säugetiers. In den Ozeanen der Welt gibt es 15 unterschiedliche Buckelwalpopulationen. Sie ernähren sich in polaren und subpolaren Regionen und bringen ihre Jungen in den Tropen zur Welt. Die größte Gruppe von Buckelwalen aus dem Nordpazifik sammelt sich jeden Winter um die hawaiianischen Inseln. Tausende Wale. Buckelwale können 80 Jahre und älter werden. Sie scheinen genauso neugierig auf uns zu sein, wie wir auf sie. Andere Wale und Delfine machen auch Laute. Aber bei Buckelwalen gibt es mehr Variationen als bei allen anderen Walen. Sie grunzen, stöhnen, jauchzen, schnauben und bellen. Wenn Buckelwale springen oder hechten, sieht es leicht aus. Kein anderer Wal springt so hoch und so oft. Wir wissen nicht genau, warum sie das tun, aber freuen uns, dass sie es tun. An einem ruhigen Morgen kann man in Hawaii hunderte Buckelwale tief in ihrer verborgenen Welt gemeinsam singen hören. Das erinnert daran, wie vor vielen Jahren ihre Gesänge anfingen, unsere Herzen zu erobern. Heute senkt Dr. Jim Darling das Hydrofon ins Wasser. So wie vor Jahrzehnten, als Roger Payne ihn zum ersten Mal einlud, um hier Buckelwale aufzuzeichnen. Für Forscher wie Jim ist es nicht einfach, die Sänger zu finden. Aber es gibt Hinweise. Wenn Wale tauchen, hinterlassen sie einen glatten Fleck an der Oberfläche. Forscher nennen ihn Fußabdruck. Manchmal, wenn Jim durch den Fleck nach unten sieht, entdeckt er einen Sänger. Alle Sänger in Hawaii stimmen zum Anfang der Brutzeit das gleiche Lied an.
Unglaublich. Wenn ein Sänger sein Lied ändert, übernehmen alle anderen seine Änderungen. Indem Jim das neueste Lied mit den vorherigen Versionen vergleicht, kann er genau sehen, was sich verändert hat. Jims Kollegin, Dr. Megan Jones, hilft ihm, die Veränderungen zu identifizieren. Vor 2 Jahren hat Jim ein Lied mit einer sehr charakteristischen Sequenz aufgenommen. Wir nannten es Kichern, weil es uns zum Lachen brachte. Aber dieses Jahr ist weniger Kichern zu hören. Nach vielen Jahren der Forschung waren die Wissenschaftler erstaunt, als sie feststellten, dass alle Sänger männlich sind. Während die Männchen mit dem Singen beschäftigt sind, was machen eigentlich die Weibchen? Dr. Megan Jones erforscht das Verhalten weiblicher Buckelwale, was nicht einfach ist, da sie 90% ihrer Zeit unter Wasser außer Sichtweite verbringen. So bekommt sie nur flüchtige Eindrücke. Eine der wichtigsten Fragen, die ich versuche zu beantworten, ist, wie Weibchen ihre Partner auswählen. Niemand hat bisher Buckelwale beim Paaren beobachtet. Aber wir sehen oft, wie sich Männchen und Weibchen zusammen ausruhen. Kurz davor und kurz danach sehen wir, wie die Männchen um die Weibchen kämpfen. Der kampferprobte männliche Begleiter ist immer auf der Hut vor Rivalen. Wenn Eindringlinge auftauchen, versucht er, sie abzuwehren. Männchen verfolgen ein einziges Weibchen. Wir glauben, die Männchen wetteifern um den besten Platz in der Nähe des Weibchens. Der Begleiter wird alle möglichen Taktiken nutzen, seine Position zu verteidigen. Er versprüht Blasen, greift an, rammt sogar andere Männchen. Führt das Weibchen diese Männchen oder wird sie gejagt? Wir sind nicht sicher. Aber glauben, sie möchte sich so schnell wie möglich paaren, um nach Alaska zurückzukehren und das Fressen fortzusetzen. Eine dicke Walmutter ist meist eine bessere Mutter. Wenn sie im nächsten Jahr ein Kalb zur Welt bringt, muss sie in guter physischer Verfassung sein. Diese Jagd dauerte 4 aufreibende Stunden. Wir glauben, durch diesen Wettbewerb kann sich das Weibchen den stärksten Partner auswählen. Einmal, nachdem die anderen Rivalen davongeschwommen waren, hat das männliche und weibliche Paar unser Boot über eine Stunde lang umkreist.
Zuerst dachten wir, das Weibchen würde verkehrt rumschwimmen und das Boot nutzen, um das Männchen abzuweisen. Aber als wir sahen, wie das Paar umeinander und um uns herum kreiste und tanzte, wurde klar, dass zumindest in diesem Fall das Weibchen ihm genauso folgte wie das Männchen ihr. War das Balzverhalten? Versuchte sie, ihn anzulocken? So sah es für uns aus. Aber solange wir sie nicht tatsächlich beim Paaren sehen, können wir nie sicher sein. Das sind für mich die besten Tage, wenn neue Beobachtungen neue Fragen aufwerfen. Wenn Megan auf dem Meer ist, um Wale zu beobachten, sieht sie manchmal die wirklichen Gefahren, denen die Tiere ausgesetzt sind. Wie zum Beispiel loses Treibgut. Über die Hälfte der Buckelwale haben Narben, weil sie sich in Seilen und Fischernetzen verheddert haben. Diese Population wächst. Aber wir glauben, dass der weltweite Buckelwalbestand nur noch 40% von dem ist, bevor man anfing, die Tiere zu jagen. Für viele Gefahren, mit denen Wale konfrontiert sind, gibt es keine schnelle Lösung. Aber wenn sich einzelne Wale in Netze verfangen, können sie von Rettungsteams wie diesem hier in Hawaii befreit werden. Joe, mal sehen, ob wir ihn in 5 Minuten frei bekommen. Die meisten Rettungen beginnen mit dem Anruf eines Bootsfahrers. Verhedderte Wale zu melden ist wichtig, um den Buckelwalen helfen zu können. Eds Team war innerhalb einer Stunde bei dem verhedderten Wal. Dieser junge, energische Buckelwal hat 60 Meter Leinen und Bojen hinter sich hergeschleppt. Jedes Verheddern ist anders. Also muss Teamleiter Ed Lyman seine Strategie immer wieder anpassen. Wenn dieser junge Wal nicht von Eds Team befreit worden wäre, hätte er an einer Infektion sterben, verhungern oder sogar ertrinken können. Ein Hauptwerkzeug ist der Greifer. Damit haken sie sich an das Netz und ziehen sich dann nah genug heran, um den Wal freizuschneiden. Wir befestigen einen Sender, der uns hilft, den Wal zu finden, falls wir ihn verlieren, und Bojen, damit er nicht so tief tauchen kann. Trotz ihres umfassenden Trainings ist es für Ed und Joe gefährlich, nahe an ein so großes, gestresstes Tier heranzugehen. Wir arbeiten nur vom Boot aus. Menschen wurden schon getötet, als sie ins Wasser sprangen, um einen Wal zu befreien. Sobald wir Anzeichen von Stress hören, wie einen Trompetenlaut, halten wir uns zurück. We back off. Unsere Kamera gibt uns eine Unterwasseransicht und hilft uns zu sehen, was los ist. Wir müssen ihn vom Netz befreien. Diese Wunden sind gefährlich. Die Jungen, die sind unberechenbar. Unser Wal machte eine plötzliche Kehrtwende und verfing sich im Netz eines nahegelegenen Bootes. Wir rasten zurück, um das Boot loszuschneiden. Junge, sobald wir die Leine gekappt hatten, schoss er los. Trotz der ganzen Bojen zieht uns der Wal zu schnell. Wir machten eine, wie die alten Walfänger es nannten, Nantucket-Schlittenfahrt. Wir hängen einen kleinen Anker an, um ihn zu bremsen. Schließlich wird der Wal langsam genug, dass Ed einen günstigen Winkel hat, um den Schnitt zu wagen. Okay,
Etwas näher, näher. Schnitt, Schnitt. Heute ging alles gut. Aber das ist nicht immer so. Auch Els Heldenteam kann nicht jeden Wal retten. Aber sie und ich können dazu beitragen, dass sich weniger Buckelwale verheddern. Unterstützen Sie Initiativen für die Verwendung walsicherer Netze und helfen Sie mit, das Meer sauber zu halten. Ich habe Ehrfurcht vor dem Buckelwal. Jahrhundertelang fuhren Männer in Booten hinaus und brachten ihnen Schmerz und Tod. Es bereitet uns so viel Freude, das ins Gegenteil zu kehren und ihr Leben zu retten. Es dauerte hunderte von Jahren, bis Menschen auf der ganzen Welt aufgewacht sind und den Gesang der Buckelwale hörten. In der Anfangszeit galten Buckelwale als unsere Schutzengel. Jetzt sind wir dran. Zukünftige Generationen von Forschern haben noch viel Arbeit. Jede neue wissenschaftliche Erkenntnis hilft uns, diese bemerkenswerten Tiere vor den wachsenden Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sind, zu schützen. Die Ozeane bedecken 71% unserer Erde. Und in allen gibt es sie. Die Buckelwale. Nur ein Blick in ihre Augen sagt dir, dass es noch viel mehr über ihre Welt zu entdecken gibt. Unglaublich. Fast hätten wir diese Chance vertan.